Hey, Drillux und der Splinterwohl. Willkommen. Wie war das Feiern gestern? Oh, das war so schön. Das hat so Spaß gemacht, ey. Eine absolute Psychose, kann ich euch sagen. Schauen wir mal mit Six hier. Wir waren irgendwie bis, ich glaube, um 5 oder halb 6 in der Früh bin ich zurück gewesen. God damn. Hey, Honeyball, vielen lieben Dank dir. Schön, dass du mit dabei bist. Wieso im Titel NA größer als EU? Weil unser einziges Team, wo wir Hoffnung hatten, heute komplett weggestompt wurde von NA. Und jetzt Energy qualifiziert ist. Das heißt, ich glaube, gibt es noch ein korrektes Pick'em jetzt? I think this is over, right? Ja. Alright, dann wollen wir doch mal genüsslich in den Tag starten zusammen. Let's go, Leute. Hey, stinkt ja. So, zack. Alright. Dann schauen wir doch mal hier, was wir heute machen können. Heute ist eine Winning Session, ist wichtig, Leute. Let's go. Wie stehen die Chancen für EU morgen? Also heute war, glaube ich, die beste Chance für EU. Es kann sein, dass wir dieses Mal vor NA rausfliegen jetzt, ja. Also Energy ist ja jetzt weiter und ich glaube, wir spielen morgen gegen Doppel-China, ne? Ich glaube, wir sind ziemlich sicher doomed. Hey, Sodiokan, vielen lieben Dank für den Support hier. Schön, dass du da bist. Du bist noch Sub-Diamanto, ja, ist einfach nur ein Bug dann. I'm sitting in the dirt. Zurück. Schön positiv bleiben, unsere Koreaner hier wieder loben Freste. Gehen wir hier nach oben. Hey, Steppe, Chris, Blueflow, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Also ich muss sagen, G2, ich weiß nicht, was heute los ist, aber Energy sah auch echt gut aus, aber das war, die wurden deklassiert, ne? Also es ist. Wow, aber heute war rough für Deutsch, für europäische Fans, würde ich sagen. Heute war wirklich rough. Gut für T1 heute allerdings. T1, das zweite Game war ein Banger, ne? Diese Teamfight, oh, der Drake-Fight, mein Gott, die sind so gut. Spaß gemacht. T1 Series hat Spaß gemacht. Die G2 Series hat, also ich finde, sehr weh getan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es hat sehr weh getan. Clowns to the left of me. Jokers to the right. Here I am. Kann es G2 noch schaffen, wenn sie morgen gewinnen? Genau, ja, sie müssen, also G2 muss morgen gewinnen, dann können sie es schaffen. Aber jetzt halt heute, also auf dem Papier war halt heute der leichtestmögliche Gegner, den du zu der Runde noch hättest kriegen können. Mit Energy. Und morgen ist halt sehr, sehr viel schwerer, leider. Morgen ist leider sehr, sehr, sehr viel schwächer. Schwerer. Hast du das zu sehen, wenn so Jace-Spieler diese schnellen Kombos können, ne? Spielt auch sehr aggressiv hier. Energy hat vernichtet. Ja, die haben sehr, sehr gut gespielt. Also ich finde auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, da muss man auch. Ich bin jemand, der NA sehr gerne Trash-talkt, aber ich denke, wir müssen jetzt hier mal einen erwachsenen Titel und einfach auch mal die Wahrheit verkünden. Ne? Ich glaube, man muss da auch mal die Wahrheit verkünden. Ich glaube, man muss sich eingestehen, dass heute das bessere Team gewonnen hat. Völlig verdient, auf jeden Fall, ja. Mann.
Tickst besser Mitte oder Bot? Ich glaube, der ist auf beiden Lanes sehr broken aktuell. Ehrlicherweise. Der ist einfach sehr, sehr gut, der Champ. Nice. Jobbot-Seine. Nice. Zeig dir eine Mädel-Review. Das ist jetzt actually ein Riesenproblem, weil er TP noch hat, ne? Und ich nicht. Mein Gott, ist nicht passiert, oder? Der spielt so insane und dann trifft ihn ein Triple Bounce Long Range Coup für den Kill. Nee. Nee. Overextended Death in. Oh, du fühlst dich gerade sehr scheiße, Harry Horrigan, ne? Oh, Harry Horrigan, du bist gerade. Oh, oh, Harry Horrigan. Das wird dir nicht schmecken, der Solo-Bolo von mir gerade, ne? Das wird dir nicht schmecken. Sunmaker Boy, Legestnika und der Onkel Lost. Willkommen allerseits. Und dann haben wir noch den Mike Komi. Willkommen auch hier. So. Nice. Roxanne. Schön hier ein bisschen ballern. Hätte ich die killen können. You're dead, boy. Oh mein Gott, er ist reingekallt. Ich bin der beste Spieler der Welt. Die Klappers in den Chat, wenn ich bitten darf. Carter for you, Sir. Mit dem Gameplay. Schaut ihn euch an. Was ein Spieler, Leute. Was ein goddamn Spieler, ey. Boah, also ich glaube, das ist, also als EU-Fan, ich hatte noch nie so Angst wie jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es könnte wirklich sein, dass NA weiterkommt als EU. Ja, und das ist mittlerweile eine große Wahrscheinlichkeit. Danke an Cookie Ray. Mit wem warst du denn gestern alles unterwegs? Wir waren alle aus der Gruppe... Bis auf Brücki und Tunni. Und Agori natürlich. Brücki und Tunni sind sehr krank, leider. Denen geht's so richtig beschissen, die Armen. Wow. Tata. Das ist jetzt ein schlimmer Tod für ihn, ne? Aber jetzt kriegen wir Platten. Jetzt fängt die Maschine an zu rollen, ja.
geht immer darum, dass ihr möglichst viele Spells zirkuliert, damit ihr möglichst viele Passiv-Procs bekommt. Ja, zurück. Und unser Lüdens. Nice. Richtung Mitte. Hey, boah, vielen lieben Dank. Wie viel Uhr Craft Attack? Craft Attack für mich startet heute Nacht, wenn der Korea-Geoblock hoffentlich gelöst ist. Ich weiß halt nicht, ob ich realistisch spielen kann. Stand jetzt können wir leider nicht. Die Long Range Crews haben ihn, ne? Der ist sauer. Yes. Nice, gut, gut, gut. You do the walk. Do the walk of life. Do the walk of life. Wir möchten noch ein extra. Nee, nochmal killen könnten wir durch Huge, ne? Shit, kriegt ihr den Solo? Ich soll den nicht sprengen. Stumm. Dann kriegt man ein Fragezeichen von mir, der Gegner. You do the walk. You do the walk of life. Oh, you do the walk of life. Hat Honeypoot das selbe? Ja. Also, man müsste wahrscheinlich einen deutschen VPN verwenden. Aber das können wir leider nicht, weil wir eh schon einen VPN verwenden, um VODs zu haben und in höherer Qualität für euch streamen zu können. Ich steige es eh näher, ich bin unfassbar gefeedet, Alter. Wir müssen jetzt schauen, dass wir unserer komischen Botlane hier mal helfen können. Und die sind nicht so unglaublich gefeedet. Let's go. Das ist kein CA? Was meinst du, Tobi? Wir können, also wahrscheinlich können wir gar nicht Craft Attack streamen, leider. Stand jetzt. So. Darüber VPN. Ne, wir verwenden. Was das Problem ist, wir verwenden schon einen VPN jetzt. Damit wir aus Korea praktisch in hoher Qualität streamen können. Und, also. Jan meint, dass zwei VPNs zwischenzuschalten wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Dann wechsel die VPN hin und her. Wie meinst du das? Wir brauchen praktisch eine VPN in Amerika, brauchen wir für die VODs. Danke an Rababa und der Trainings ist mit dabei. Willkommen. Wie drastisch der Qualitätsunterschied denn? Naja gut, ich müsste halt den Stream immer an- und ausschalten und dann halt die VPNs alle umstellen, wofür ich einfach technisch nicht versiert genug bin. Und dann gibt's keine VODs für Craft Attack. Das heißt, du müsstest dann aufnehmen und dann müsstest du es immer hochladen. Was auch. Also sind alles machbare Sachen am Ende des Tages. Es ist jetzt nicht so, dass halt nicht machbar ist, Leute. Ist halt nicht convenient. Wir finden schon eine Lösung. Das wäre jetzt halt sehr schade, wenn wir das nicht machen können. Dann brauchst du Deutsch für Minecraft. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem DDoS-Schutz zu tun. Wenn ich das richtig verstanden habe. Erstmal lasst uns mal ein bisschen Solo Queue hier gewinnen, während schlauere Leute das ausbaldowern. Gibt jetzt auch keine VODs? Doch, es gibt jetzt VODs. Das ist bloß dadurch, dass ich bin wegen den AI-Songs, muss ich meine Videos jetzt immer überprüfen und dann hochladen. Leider. Ja, weil die AI-Songs haben dafür gesorgt, dass da Probleme gibt. Das heißt, die gibt es dann immer am Ende des Streams, kommt dann das VOD praktisch. Aber es gibt, also für alle Streams gibt es VODs, oder? Leute, let's go! Klingt alles kompliziert, das wäre dir im deutschen Keller nicht passiert. Ach, ich muss sagen, es ist schon sehr schön hier zu sein. Klar, wir hatten jetzt diesen einen furchtbaren Tag, muss ich sagen, der nicht so, also das hat nicht so Spaß gemacht. Aber was war das, Donnerstag oder so? Aber an sich macht das schon richtig, richtig Laune hier. Und die Games sind overall ja auch sehr, sehr gut. Und an dem Tag habe ich selber ja nicht so gespielt. Wir anderen, die haben alle gut gespielt. Major Lunguini, der Enroll. Vielen lieben Dank. Denkst du, G2 wird es morgen noch drehen können? Ich hoffe es, Leute. Also ich hoffe, dass zumindest ein EU-Team weiterkommt. Und dann, bitte. Stellt euch vor, was wäre das für eine Tragödie, wenn NA weiterkommt und EU nicht. Dann müssen wir downgraded werden nächstes Jahr. Weil jetzt haben wir ja noch, ich glaube, 4 Plätze und NA hat ja nur 2 oder 3. Und dann würden wir ja noch,